Hallo, ich bin der Florian von Bora und darf euch heute hier aus unserem Inspiration Lab, also aus unserem Montageraum hier in Raubling, in die Montage unseres neuen Gerätes, unseres Xpo Flex Backofens zeigen. Ziel dieses Videos ist, euch einfach zu zeigen, wie einfach und schnell Xpo zu montieren ist. Ja, und ich werde euch dazu in ganz einfachen kleinen Sequenzen dann zeigen, wie ihr das Gerät am besten und am einfachsten montieren könnt. Beginnen wir vielleicht mit dem Lieferumfang. Also das Gerät selber natürlich im Lieferumfang dabei. Wichtig vielleicht gleich am Anfang zu wissen, es ist ein Festwasser angeschlossenes Gerät. Deswegen haben wir natürlich einen Anschlussschlauch für Frischwasser im Lieferumfang für euch dabei, ist standardisiert, 3/4 Zoll Gewinde. Dann haben wir eine kleine Schelle dabei für euch für die Befestigung des Abwasserschlauchs. Bitte dabei auf die Standardisierungen aufpassen, 2,5 Meter darf der Siphon maximal vom Gerät entfernt sein, gell? Aber bitte nicht verlängern und bitte unsere Abwasser- und Zuwasserschläuche, die dabei sind im Lieferumfang, für die Montage verwenden. Zur Befestigung haben wir uns was Schönes überlegt, da haben wir so kleine Befestigungsplatten im Lieferumfang dabei, 2 Stück. Das werde ich euch gleich zeigen, wie ihr dann unseren Xpo im Hochschrank am besten befestigen könnt. Ist wunderbar einfach und sehr einfach zum Auszentrieren. Also ich denke, da haben wir uns auch was sehr Schönes überlegt. Dafür habt ihr dann eine kleine Montage-Schablone dabei, wo diese Plättchen dann im Korpus zu montieren sind. Ist wunderbar einfach. Zusätzlich haben wir für unseren Kunden die erste Reinigungskartusche dabei, für die Erstreinigung des Gerätes. Dabei wird das Gerät nochmal durchgespült, gereinigt und auch entkalkt. Also die wäre bitte dem Kunden zu geben. Und es ist, und das ist was Neues beim Kombidampfgarer im Haushaltsgerätebereich, wir haben einen Geruchsfilter, einen Aktivkohlefilter dabei. Ich habe mir den jetzt schon ausgepackt. Ich werde euch dann auch zeigen, wie ihr den ins Gerät einsetzt. Ist wunderbar einfach und einer der letzten Schritte. Ja. Werkzeug braucht ihr nicht viel. Ihr braucht einen Sechskant-Innenschlüssel, also einen Imbusschlüssel. Ihr braucht einen Flachschraubendreher. Ihr braucht eine Zange zur Befestigung der Abwasser- und Zuwasserschläuche und vielleicht eine Wasserwaage zum Ausmitteln des Gerätes selbst. Ja, das ist es zum Lieferumfang. Wichtig für euch noch, in der Einbausituation gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Gerät zu positionieren im Korpus. Entweder flächenbündig oder mit einer Spacer, also mit einer Rahmenkonstruktion, das Gerät in 2 Schritten nach vorne setzbar, wenn es von der Planung her so gewünscht ist. Wichtig für euch ist, ihr müsst 2 Parameter im Korpus bitte unbedingt einhalten. Wie bei einem Kühlschrank braucht es auch eine Rückströmöffnung, also eine Ventilationsöffnung. Wir brauchen dazu 160 Quadratzentimeter durchgängig Sockel und Oberkante Korpus. Und wir brauchen nach hinten von der Geräterückkante bis zur angrenzenden Möbelgeschichte oder zur Wand mindestens 3 cm. Deswegen ist auch in den standardisierten 60er Geschichten das Gerät nicht einbaubar. Das heißt, es müsste dann vorgezogen gearbeitet werden mit dem Korpus und die Wange dementsprechend gestaltet sein. In den meisten Situationen, die ihr vortrefft, wird es auch so sein. Und dann kann man das Gerät auch ganz normal flächenbündig verbauen. So, jetzt gehen wir an die definitive Montage des Gerätes und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wie ich das Gerät im Korpus im Hochschrank platzieren kann. Ich kann es frontbündig oder leicht vorgesetzt machen und im Auslieferungszustand ist das Gerät mit einem Frame versehen, wo das Gerät ein wenig dominanter montiert werden könnte, leicht vorstehend um 1,2 cm. Diesen Frame werde ich bei mir jetzt hier entfernen, da ich das Gerät bei mir frontbündig verbauen will. Das Entfernen dieses Frames ist sehr einfach, der ist nur aufgesteckt in 4 Teilen. Ich ziehe die hinten einfach vom Rahmen des Gerätes ab, nehme die raus, drehe mir das Gerät dann hier auf meinem Montagetisch rüber und dann ist das Gerät hergerichtet für den frontbündigen Einbau. Ja. Hier seht ihr die Verrastungsplättchen, wo dann die Montageplättchen einrasten. Das werde ich euch gleich in einem weiteren Montageschritt zeigen, wie das funktioniert. Und hier kann man jetzt sehr gut sehen, Festwasser- und Abwasseranschluss, den ihr dann bitte vorseht, standardmäßig wie bei jedem normalen festwasserangeschlossenen Kombidampfgerät. Unsere Anschlussbuchse, die ihr im Schema gut erkennen könnt, zweiphasig oder einphasig im Anschluss möglich. Ja, zweiphasig sollte möglich sein, wenn es vom Planer so vorgesehen ist, um die schnellen Aufheizzeiten zu generieren. Ja, und dieser kleine
Stecker, der ist wie ein Kommunikationskabel, wenn mit Xpo auch von Bora die Multischublade verbaut wird. Ja, und da ist das Kabel dann im Lieferumfang dabei, ist wie ein Kommunikationskabel beim Computer, LAN-Kabel einfach einzustecken, kann man im Prinzip nichts falsch machen. Wenn Xpo alleine ohne diese Schublade, dann bleibt dieser Stecker hier einfach unbelegt. Ja, also Strom anschließen, Wasser anschließen, Abwasser anschließen und dann ist das Gerät eigentlich schon bereit für den Einbau in den Corpus. Und das schauen wir uns jetzt gleich an. So, wie gesagt, ich habe jetzt Stromversorgung hergestellt über zwei Phasen, über die Anschlussbuchse am Gerät, habe Abwasser und Festwasser mit den beiliegenden Verbindungen angeschlossen, am Siphon angeschlossen, habe mir das Gerät wieder auf meinen Montagetisch gestellt, weil es für mich dann halt einfacher ist, das Gerät auch reinzuschieben. Angenehmer natürlich, das Gerät wiegt ein bisschen was, wenn ihr zu zweit das Gerät reinschieben könnt, also da tut man sich schon wesentlich leichter. Aber bitte Stromversorgung und Wasserversorgung würde ich vorsehen, bevor das Gerät in den Corpus reinkommt, aber ist ja für euch nichts Neues. Das ist, wie gesagt, dieses kleine Kommunikationskabel zur Wärme, zur Multischublade von Bora. Die habe ich jetzt in meiner Einbausituation hier im Inspiration Lab dabei. Die steht direkt drunter, Xpo steht dann direkt oben drauf und ich habe das Kabel jetzt schon von der Wärme bzw. Multischublade hochgezogen und hier über diesen Kommunikationsstecker angesteckt. Ja, soweit ist das Gerät jetzt vorbereitet für den finalen Einbau und ich werde euch das jetzt zeigen. So, ich beginne jetzt mit der Vorbereitung des Hochschranks und dazu habe ich mir jetzt einfach die Schablone genommen, die beiliegt, die ich euch schon gezeigt habe. Setze die an der Innenseite des Corpus einfach frontbündig an, habe hier das Montageplättchen, das ist schön angegeben, wo ihr das Montageplättchen hinsetzt. Zeichne mir dann die zwei Schraubpunkte einfach an, kann die Schablone schon wieder weg. Und dieses Montageplättchen schraube ich jetzt an die markierten Punkte einfach mit dem beiliegenden Schrauben fest. So, ihr seht, ich habe das Gerät jetzt an seinen Platz geschoben. Bei mir, wie gesagt, flächenbündig verbaut. Ich habe es für mich mal ausgemittelt, dass es vom Funkbild her passt. Und jetzt sind noch zwei Montageschritte zu machen. Einmal das Befestigen des Gerätes im Corpus mit den vorher montierten Plättchen und die Einbringung des Aktivkohlefilters. Und das zeige ich euch jetzt schnell. Ja, zum Befestigen öffnen wir einfach die Ofentür. Und wir haben uns da ganz was Tolles überlegt. Die Befestigungsschrauben sind hinter der Dichtung, die ich einfach hier oben im Eck nach vorne ziehe. Und dann seht ihr hier, ganz links oben ist der Befestigungs- bzw. Schraubpunkt für das linke Plättchen. Und wenn ich das jetzt nach links drehe, dann schiebt sich im Xpo die Platte nach außen und verklemmt sich mit dem befestigten Montageplättchen hier im Corpus. Ja, dasselbe mache ich auf der rechten Seite. Ja, ich gehe rein, verschraube das Plättchen wieder nach außen und so kann ich mir Xpo dann sehr einfach nochmal gut zentrieren. Ja, das ist eine ganz einfache Möglichkeit, Xpo noch einen Tacken links, rechts zu schieben, wenn man merkt, hoppla, das Funkbild ist nicht gut. Ja, also schön auszentrieren mit diesen zwei Verschraubpunkten und dann die Dichtung, und das wäre wichtig, die Dichtung wieder gut an Ort und Stelle drücken. Einfach sauber wieder reindrücken, geht ganz leicht, einfach mit dem Finger schön andrücken und dann ist das Gerät im Prinzip fixiert und montiert. So, Ofen wieder zu. Ich mache hier oben die Blende nach oben. Da ist ein kleiner Griff, den ich einfach nach außen ziehe. Und hier ist der Befestigungspunkt für meinen Filter. Und man kann jetzt hier sehr gut sehen, da ist ein kleiner Pfeil drauf, wo auch oben steht. Ja? Und dito dasselbe finde ich hier auf meiner Blende. Ja? Wichtig ist, dass oben zusammenkommt und dann wird dieser Filter einfach hier eingeklickt. Man hört es auch klicken. Dann ist er schon dran. Einfach schauen, dass wirklich oben ist und dann bringe ich das Ganze wieder an Ort und Stelle, schiebe das rein, mache die Klappe wieder zu. So, und jetzt zum Schluss machen wir unseren Funktionstest, schalten den Ofen ein und machen dann noch die Erstkonfiguration, die sehr einfach ist. So, wir haben jetzt alles fertig, Gerät ist an und er würde jetzt noch 3 Schritte brauchen, dass er erst konfiguriert ist, aber ihr seht ja, das ist wirklich einfach. Willkommen bei Bora, bitte
Sprache auswählen, ist Deutsch ist voreingestellt, einfach auf Starten drücken, dann würde er noch WLAN aktivieren oder nicht aktivieren, das muss der Kunde wissen, ob er das mag, das Gerät ist natürlich WLAN-fähig. Ich gehe hier jetzt mal auf Überspringen, kann dann noch Zeit und Uhrzeit einstellen, macht das Gerät automatisch, wenn ich das auf automatisch lasse, brauche ich also nur einmal bestätigen. Und das Letzte, was ein wasserführendes Gerät gerne haben mag, ist einfach die Wasserhärte zu justieren. Einmal weich, mittel oder hart. Standardmäßig ist mittel voreingestellt in den meisten Regionen. So passend, sonst bitte einfach mit dem Kunden kurz besprechen, nochmal bestätigen. Und dann könnte ich noch die Lebensmittelpräferenz einstellen für den Kunden. Ja, geht um die Automatikprogramme. Welche Automatikprogramme will der Kunde sehen? Weil für einen Veganer Fleischprogramme zu sehen, macht nicht unbedingt Sinn und das könnte man hier gleich noch voreinstellen. Steht auf keine Einschränkung im Normalfall und jetzt sind alle Daten eingegeben und der X-Pro ist einsatzbereit. So, das war's jetzt mit der Montage von Bora X-Pro. Ich glaube, ihr habt gut sehen können, wie einfach das ist und wie schnell das geht. Ich wünsche euch damit ganz viel Spaß. Ist ein tolles Gerät für den Kunden, tolles Gerät zum Einbauen. Für euch nicht gerade eine große Herausforderung, denke ich. Viel Spaß dabei und Servus, bis zum nächsten Mal.